Europa. Das Wolkenband zog im Tagesverlauf rasch nach Osten, kam jedoch im Süden nur langsam voran, da sich die Wolken an den Alpen stauten. Über den britischen Inseln entwickelte sich ein Starkwolkenfeld. Das Sturmtief über Skandinavien verändert bis morgen seine Lage nur wenig. Es lenkt weiterhin in breitem Strom kühle und wolkenreiche Luftmassen nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. Im Norden wechselnde Bewölkung und einzelne Schauer. In der Mitte und im Süden vorherrschend stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 14 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger, nach Norden hin frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch im Nordosten regnerisch und kühl, sonst nachlassende Schauer und leichter Temperaturanstieg. Wir melden uns wieder um 21.43 Uhr mit der Tagesschau und um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin mehr über die Ermordung der amerikanischen Geisel in Libanon und Pilotenspiel, die Affäre um Berlins alternative Jugendsenatorin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie sagen wir Bremer so schön? Ist ja Gott sei Dank gar nicht so weit von Bremen nach Hamburg. Und das ist auch gut so, denn in Hamburg ist das Mekka des niederdeutschen Theaters, nämlich die Unsagbühne. Und eine der tragenden Säulen ist hier der Meister persönlich, Jochen Schenk. Ja, ein wunderschönen guten Abend, liebe Lüd. Tja, ich muss sagen, dass... Ach ja, Plattdeutsch darf ich ja nicht reden, ne? Lieber nicht, das müssen wir nachher untertiteln, das ist zu kompliziert. Richtig. Wie war das damals, Herr Schenk, vor 24 Jahren? Der Meister Annika war doch ein Paradestück, ja. Und in dem Stück Henry Fahl mit einer Paraderolle. Ja. Wie war die Zusammenarbeit? Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich gern zurück. Die Zusammenarbeit mit Henry Fahl war wunderbar. Er war ein sehr guter Kollege und wir haben nicht nur auf der Bühne fabelhaft zusammengespielt, sondern wir waren auch im privaten Leben befreundet und haben zusammen viel Spaß gehabt. Haben Sie dieses Stück eigentlich in der Zwischenzeit irgendwann mal wieder gesehen? Nein, habe ich nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, Sie sind wahnsinnig gespannt darauf. Das kann man wohl sagen, wie das heute auf Sie wirkt. Wir sind auch gespannt. Ja. Und wir meinen, wenn er schon da ist, der Meister, nämlich Jochen Schenk, dann sollte er auch die passenden, einleitenden Worte sprechen. Tja, was soll ich dir fehlen zu singen? Kickt ihr da doch einfach an, Lüd.